Jetzt wird's cringe. Wir gucken uns gemeinsam von Varion, wenn deine Eltern dich aufklären an. Das ist auf jeden Fall mal ein sehr unangenehmer Moment. Ich bin gespannt, was Varion da so draus Also, gemacht mein hat. Sohn, du bist ja jetzt in einem Alter, wo man eventuell über. Also ich weiß auch gar nicht, warum Eltern das immer so kritisch und spektakulär und cringe machen. Die können es doch einfach vormachen. Warum denn nicht? Nein, Joke, Über Alter. andere Dinge nachdenken. Wenn zwei Menschen sich sehr doll lieben. Muss aber nicht immer der Fall sein, und ne? sie in einer Beziehung sind. Du, da kannst du aber wie gesagt auch eine andere Konstellation und nehmen. sie vor dem Schlafen im Bett noch nicht müde genug sind. Du, der Ort muss aber auch nicht immer das Bett sein, das ne? kann auch in der Küche sein. Na, oder Auto. McDonald's. Riesenrad. Fahrstuhl. Im Meer. Im Zirkus. Im Zirkus? Ja. Wenn wir das denn? Na, mit dem einen Clown nach dem Abi damals. Hast du hier mit Clownus Langus? Nein, mit Egon dem Clown. Stimmt, ja. Jedenfalls ist es dann so. Das fängt schon so gut an. Das ist aber echt so, wenn die noch nicht müde sind, wenn die gemeinsam im Bett liegen und reden die ganze Zeit um den heißen Brei herum. Dass es beim Küssen manchmal nicht bleibt. Manchmal fasst man sich dann auch im Bett an. Dann umarmt ihr euch quasi ganz doll, aber nicht zu doll. Ja, wehtun darf das nicht. Obwohl manchmal, wie dem auch sei. So, und du bist ja mit deiner Freundin hier schon ein bisschen zusammen. Da ist das auch völlig normal, dass deine Liane in der Hose manchmal nicht mehr so flexibel ist, wenn ihr zusammen kuschelt. Also. Macht ihr da nicht Liane in der Hose? So eine Platte. Quasi ist der Kugelschreiber dauerhaft ausgefahren. Der Zollstock ist ausgeklappt. Die Pumpe steht unter Druck. Dauerhaft 20 Bar auf der Flinte. Und dann willst du den Zug bei Gelegenheit auch einfach mal in den Tunnel fahren. Die Bockwurst mal eindippen. Die Beefy ins Brötchen legen. Oh, Junge. Alter, richtig kreativ. Banane entmanteln. Wichtig ist da. Die Banane entmanteln. Erstmal muss man sie bemanteln. Sonst könnten ganz schlechte Sachen nach 9 Monaten da rauskommen. Aber dass du wirklich gute Vorkehrungen... Dass du deinem Soldaten da schön den Helm aufsetzt, bevor du ihn aus dem Bunker lässt. Genau. Ich wollte schon sagen. Geh wirklich schön eintüten. Wir hoffen mal, du verstehst uns auch. Das läuft manchmal, aber manchmal geht das eben bei dir auch nicht, weil du eben keine Kraft mehr hast. Oder weil deine Freundin mal wieder müde weil ist. Weil du zweifelst. Oder weil sie wie jeden Abend mal wieder Kopfschmerzen Jedenfalls hat. Jedenfalls fühlt euch beide dann nicht unter Druck gesetzt. Nur weil... Kopfschmerzen, Digga. Wer sich auf so eine Ausrede einlässt... Der ist auch der übelste Schlappschwanz. No front! Andere sich 2-3 Mal am Tag oder am Abend lieb haben und ihr nur alle 2 Tage. Oder einmal in der Woche für 15 Minuten. Ist das überhaupt kein Problem? Die Hauptsache ist wirklich, dass ihr beide... Was? Was? Das ist kein Problem? Das ist voll das Problem, Digga. Jeden Tag mindestens einmal. Spaß. Und auch wenn das nur für 5 Minuten ist. Bei dir. Das ist überhaupt nicht schlimm, Minion. Das muss dir dann auch nicht peinlich sein. Ja, der Vater hält auch immer nur 1 Minute durch. Also gar kein Problem. Manche Flinten brauchen halt ein paar Stunden zum Nachladen. Oder ein paar Tage. Ja, genau. Denk mal nur an so eine Schiffskanone. Wie lange das die dauert. Die brauchen dann auch 1 bis 2 Tage zum Nachfüllen. Wir wollten nicht nur wissen, dass du mit uns... Ja, die labern so um den heißen Scheiß und um den heißen Brei darum. Ich meine auch über alles reden kannst. Ja, wenn was ist, deine Mutter, die beantwortet dir alle unangenehmen Fragen. Das ist überhaupt kein Ding. Deine Mutter beantwortet dir alle unangenehmen Fragen. Die im Grunde genommen implizieren sie ja schon damit, dass es unangenehm ist, diese Fragen zu stellen. Leute, man kann doch auch ganz normal über... Oh, fuck, wie sage ich das jetzt? Sex. Sex. Reden. Ist denn irgendwas am Herz, Minion? Also erstens... Ich bin 35 Jahre alt. Oh mein Gott, das war jetzt Plot Twist. Das war jetzt richtiger Plot Twist. 35 Jahre, Digga. 2 Kinder. Bin seit 10 Jahren verheiratet. Und ich habe noch eine Frage. Wer seid ihr überhaupt und wie kommt ihr in meine Bude rein? Ist das hier nicht Haus Nummer 1817? Das hier ist 69B. Ach so. Ich glaube, wir haben auch eine Tochter. Ja, das stimmt, du. Das heißt, du brauchst die Dinger hier nicht? Der legendäre Moment. Die Bockwurst mal... Eindippen. Die Bock muss mal eindippen. Okay, geniales Video von Varion wieder. Hat er wieder rausgehauen. Seine Comedy-Sketches sind auf jeden Fall die krankesten. 16 Uhr am Freitag. Seid ihr da? Wisst ihr, was zu tun ist? Auf meinem Kanal kommt ein krankes Video raus. Ich gebe euch einen Tipp. Es geht um 1 Kilo rote Beete. Vielleicht weiß der eine oder andere schon von euch, was ich da so rausbringe. Checkt es auf jeden Fall aus, schaltet ein, schreibt es euch in den Kalender und wir sehen uns dann und abonniert natürlich den Kanal. Das ist klar, aber das brauche ich ja nicht sagen. Und schön immer die Bockwurst einpacken, bevor ihr sie... Ach, kein Plan. Ciao.